Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Broken Sehen. Here we go! Und wie ihr seht, ich habe ein Replay von mir dabei, von dem KV2. Und ja, wie ihr auch merkt, ich bin wieder gesund, voll genesen. Gott sei Dank, hat auch lang genug gedauert. Ja, tut mir leid, es war eine kleine Zwangspause. Konnte ich aber leider nicht anders ändern. Die meiste Zeit des Tages saß ich auf dem Pott. Genau. Ja, und wie ihr sehen könnt, ich habe mal wieder ein Replay von mir dabei. Beziehungsweise, ihr habt mir leider keine Replays weiter eingeschickt, außer einer meiner Zuschauer hat mir ein Replay eingesendet. Nur leider habe ich es gelöscht, weil ich dachte, es wäre von der falschen Version. Es war allerdings nicht so. Aber ich weiß nicht, er soll es einfach nochmal einschicken. Ja, ich würde mal nochmal einschicken, das kennt man ja von mir. Ich bin ein kleiner Schüsselkopf, aber das kennt man ja. Genau, ich muss dazu sagen, diese Runde, die ihr hier seht, ist meine erste World of Tanks Runde seit gut 7 Tagen. Ich habe 7 Tage sozusagen eine kleine Pause gemacht von World of Tanks. Und ihr seht sozusagen den ersten das erste Game, was ich nach 7 Tagen wieder gespielt habe. Das bedeutet, ich war völlig raus. Ich habe in der Zeit sehr, sehr oft Paladins gespielt, oder beziehungsweise sehr viel Paladins gespielt, weil ich einfach mal eine Pause von World of Tanks brauchte. Ich werde eventuell auch nochmal ein richtiges Video dazu machen, warum ich eine Pause eingelegt habe und warum, was mich so ein bisschen, gerade so ein bisschen nervt, muss ich ehrlich sagen. So, ihr seht, die Hellcat ist offen. Ich kann sie nicht erreichen. Mal gucken, was passiert. Jetzt siehst du, ich weiß nicht, ob sie weggefahren ist. Schießen wir mal hin. Und tschüss, Hellcat! Ja, ihr seht, einfach mal blind geschossen. Ich habe mich gefreut, ey. Das habe ich mich ins Fäustchen gefreut da. Also es war wirklich witzig. Da dachte ich mir so, ach, das ist doch ein geiler Anfang. Ach komm, da kann doch noch mehr passieren. Da kann doch noch mehr passieren. Ja, Crusader, okay, du kannst nix. Ist gut, du bist ein Stufe 5 Panzer. Ich mümpel dich weg mit meiner Kanone. Ja, und ich habe jetzt beschlossen, Paladins geht natürlich ganz normal weiter. Nächster One-Shot, tschüss. Es ist so, dass ich als nächstes die Helden einzeln nacheinander einmal vorstelle. Also vom neuesten bis zum ältesten ist es gerade ein neuer Held rausgekommen. Und mit dem fange ich an, sozusagen ab dem nächsten Video, also ab Samstag oder so, oder ab morgen vielleicht schon. Mal gucken, wann ich das nächste Video rausbringe. Einfach mal schauen, wie ich Zeit habe, genau. So, ja, KV2. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ja, seit ich 374, habe mir jetzt eine 300 eingeschenkt lassen. Also ist ganz einfach, KV2 macht mir momentan mit am meisten Spaß an den Panzern. Ich muss sagen, ich mag sowieso, KV2 ist einfach ein wirklich wunderschöner Panzer. Er macht Spaß und er ist wirklich sehr, sehr geil. Also er macht auch Sinn in dem Game. Ja, jetzt habe ich mir leider ein bisschen verschossen. Ich habe einen Snapshot versucht. Natürlich, es ist eine HE-Kanone. Ach so, und ich habe vergessen zu erwähnen, dass wir ja in einem Stufe 6 Top-Tier sind. Und das habe ich ganz oft erlebt in der letzten Zeit. So, jetzt drängeln sich hier 3 Panzer hin und her gegen 3 andere. Ja, was hat der? Ganz ehrlich, T-150. Denkst du auch mal nach? Fährt der mir einfach vor meine Schrotflinte, ey. Ja, wie gesagt, es ist wirklich wie eine Schrotflinte, ballaste dem mal einmal eine rein, der hat keinen Bock mehr. Ja, der KV1 mit seiner HE-Kanone-Knifte hat ja auch nicht so wirklich Chancen. So, weiter geht's. Wir sind noch lange nicht fertig. So, wer kommt? Wer will als nächstes? Komm ran. Komm rum auf den Meter. Genau. Und tschüss. Der nächste, 376, einfach rausgenommen. Problem ist, ich bin alleine. Ja. Aber ich... Wäre ich nicht ein KV2, also KV2 kann sich immer wehren, auch wenn er alleine ist. So, Zielschütze raus und mein Funker ist tot. Und ich stehe allein gegen 2. Ja, Problem ist, ich lade absolut lange nach, aber ich kann jeden einzelnen One hitten, wenn ich Glück habe. So, Churchill 3. Ja, verkackt, 399. Hinter mir kommt eine Matilda 4, will mich unterstützen. Da kommt ein KV1 hier mit seiner doofen HE-Knifte. Gib mir wieder 100 mit. Ja, der ist böse. Der ist böse mit der HE-Knifte. Der nervt. Ja, Churchill 1 verkackt sich hier irgendwie. Ja, der Churchill 3, meine ich, macht totaler Quatsch. Er fährt vor, schießt und bleibt da trotzdem stehen. Ja, jetzt ist er weg. 5 Kills, ganz einfach rausgeholt. Wie gesagt,
Ja, einfach wunderbar. Hinter mir ist jetzt ein Excelsior. Das könnte ein Problem werden oder auch nicht. Der wird einfach auseinandergenommen. Genau. Oder? Oder? Ja, doch, doch. Er kriegt noch sein Fett weg. KV1 kriegt auch noch sein Fett weg. Davon könnte er ausgehen. 1800 Damage erst. Beziehungsweise schon. Das ist ja in Stufe 6 Pan. Na gut, es geht für ein KV2. Das ist nicht viel. Viel wird so ab 2500 oder so. Ja, jetzt gibt der Penner mir schon wieder eine mit. Ich lasse mir doch gerne mal eine einschenken. Eieiei. Ja, KV1, das war aber... Also entweder stirbt er jetzt oder ich sterbe oder er stirbt nicht und ich gebe ihm nur einen mit. So, er kommt und 389 und er schießt den Matilda 4 ab. Da hat mir der Matilda 4 echt geholfen. Ja, ich bin jetzt bei 2281. Den kriegen wir noch raus oder auch nicht. Ja, wir sind schlussum bei 2281 Damage plus die Hellcat. Und die Hellcat hat 540, also sind wir ungefähr bei 2700 Damage. Ich zeige euch jetzt noch schnell die Auswertung nach einem kleinen Cut. Bis gleich. So, da sind wir wieder nach einem kleinen Cut. Ja, ihr seht die Auswertung. Meisterabzeichen, Brazier, Duelist, Fighter, Firefall Effect, High Kaliber. Sehr schön. 2740 Schaden gemacht. Schöner Blindshot, fand ich am besten. 9 getroffen, ein verhämmert, aber 8 von 8 getroffen, ist ja klar. Ist ja eine HE-Kanone, da trifft eigentlich alles. 160 Damage Block bei Armor, das ist eigentlich nicht erwähnenswert, das ist, naja. Ich hatte da kein Premium-Konto, habe ich auch jetzt noch nicht. Wie gesagt, ich spiele gerade etwas aktiver Paladins. Ja, ich bin gerade ein bisschen aktiver da an Paladins, genau. Egal, ich habe das ja schon vorgestellt. Also falls ihr das Spiel noch nicht kennt, schaut das letzte Video. Genau, dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Bewertet das Video, bitte nicht vergessen. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Habt noch einen schönen Tag und tschüss.